jetzt. Tobis Urlaubstrip. Der Edersee. Hautnah. Die besten Freizeittipps. Guckt euch das an! Weiterziehen bis 90 Grad wieder. Okay, ab geht's. Sehr. Das ist sehr gut. Die schönsten Erlebnisse mit Tieren. Wir schwimmen. Das ist ja irre. Hallo, Henriette. Na? Oh Gott. So, jetzt kannst du dich einfach umdrehen. Gott, mein Herz. Eine Abenteuerreise in die Staumauer. Die Türen, die müssen den Druck standhalten, wenn hier unten irgendwo Wasser einbricht. Stefan, aber es bricht natürlich kein Wasser ein. Nein. Jetzt, ne? Die besten Tipps für euren Urlaub am Edersee. Jetzt. Schloss Waldeck. Ein ganz toller Ort mit einem unfassbaren Blick auf den Edersee. Wir sind im Moment in besonderen Zeiten. Alle wollen irgendwie raus. Alle haben Urlaub so dringend nötig. Und wir haben uns gefragt, muss man eigentlich so weit wegfahren oder hat man eigentlich alles für einen guten Urlaub vor der Haustür hier in Hessen? Angeblich hat der See alles, was man braucht. Ob das wirklich stimmt, kriegen wir jetzt gemeinsam raus. Auf geht's! Der Edersee liegt im Norden von Hessen. Der Fläche nach ist er der zweitgrößte Stausee in Deutschland und sie hat ihn fest im Griff. Die 48 Meter hohe Staumauer. In die gehen wir nachher sogar noch rein. Zuerst sind wir aber direkt an der Staumauer verabredet. Guten Tag, Männer. Hallo. Hallo, grüß dich. Es gibt einen Ronny und einen René, das weiß ich. Richtig. Wer ist wer? René, Ronny. René, Ronny. Darf ich an Bord? Komm an Bord. Sagt mal, oder? An Bord. Ja. Ja. Ist es ein, was ist es eigentlich? Ein Boot, ein Floß, ein Erlebnisfloß. Ein Erlebnisfloß. Können wir damit raus? Natürlich. Was erleben? Wir legen jetzt auch gleich ab. René, ja, ahoi. Dass wir was erleben. Ja, bitteschön. Das ist aber schick. Ich habe zu Hause eine Terrasse, die sieht ähnlich aus. Ja, aber deine Terrasse schwimmt nicht. Meine Terrasse schwimmt nicht und ich habe es nicht so schön verlegt wie ihr die hier. Ey. Ach, und zu essen gibt's auch was. Ja. Darf ich den Schinken mal probieren? Selbstverständlich. Ja, das ist ein sehr guter Schinken. Ade. Ich wünsche euch viel Spaß. Kannst du zum Abschied weinen? Wir kommen ja wieder. Wann habt ihr die Idee gekriegt, mit Flößen auf dem Edersee rumzuschippern? Ich komme aus Sachsen. Ja. Und in Sachsen gibt es das auch schon seit Jahren. Und wir sind hier Angelsporttechnik und Wassersporttechnik seit 2012 hierher gekommen. Und da kam uns halt die Idee, das fehlt hier einfach. Ja. Na, so überhaupt ein Event, weil der ganz große Vorteil ist, ich darf hier mit 10 Personen drauf. Das heißt, wenn ich mit der Family unterwegs bin und mit Freunden oder so, dann alle an Bord und los geht's? Genau. Na, so ist das Ganze gedacht, relativ barrierefrei. Ja. Hier, also ich kann mit dem Rollstuhl drauf, haben wir halt auch schon alles gehabt. Das ist ja eine super Idee. Wie ist denn das mit dem Baden im Edersee? Der sieht ja von außen total klar aus. Ja. Ist es gutes Wasser? Ja, also Edersee ist einer der saubersten Seen in Deutschland. Komm, wir gucken mal rein, Lukas. Na? Also Wasser 1A. Ja. Was ist denn das für eine Klappe hier? Da ist die Badeleiter drunter, kannst du nicht mal aufmachen. Darf ich? Genau. Dann lässt sich die Badeleiter ausklappen. Na? Teleskopleiter. Ach, das, guck mal, das ist ja cool. Genau. Klappt die? Genau, einfach rein ins Wasser, zack, dann klappt die sich selber aus. So, Lukas, und wenn du wollen würdest, dürftest du jetzt baden gehen. Das lassen wir auch. Ich habe gehört, die Wasserqualität ist top. Gut. Brauchst du, um das Ding zu fahren, also wenn man es mietet, ja, bist du immer mit dabei und fährst? Nein, nee, das dürfen wir nicht. Wir sind eine Mietgesellschaft, das heißt, der Kunde kommt und mietet sich das. Achso, also wenn ich es mieten würde, dürfte ich fahren? Ihr müsst selber fahren. Darf ich? Ja, natürlich. Ja, komm ja, her. Hallo. Kann man was falsch machen? Du hast hier das Lenkrad, wie vom Auto auch, ja, links, rechts. Du hast den Fahrhebel, kannst auch schneller fahren, vorwärts. Siehst du eigentlich, wie heroisch ich sofort gucke, wenn ich hier... Sieht doch schon ganz gut aus. Das gefällt mir. Kannst auch noch schneller fahren. Ja. Was ist das für ein Elektromotor? Elektromotor. Wie lange hält der Akku, wenn man Vollgas gibt, die ganze Zeit? 6 Stunden. 6 Stunden? Ja. Und er Vollgas? Ja. Okay, das wäre genau mein Ding. Das ist gut. Was schwimmt denn hier drin? Wir fangen halt hauptsächlich Raubfisch. Das heißt Hecht, Zander, Barsch,
Was ist hier, wenn du Angler bist, zeig mir mal, was das Größte, was du rausgeholt hast. Als Angler? So ein Augenabstand. Nein, aber man fängt schon gut und gerne über den Meter. Na, das ist auch kein Problem hier. Ja. Jetzt, aber die Fische sind für die Schwimmer friedlich, oder? Ja, natürlich. Ja, okay. Also der Fisch hat ja viel, viel mehr Angst, als was wir Menschen hätten. Ja. Ja. Aber hier werden auch Fische gefangen von weit über 2 Meter. Na, also wir hatten hier letztes Jahr 2,38 Meter. 2,38 Meter? Ja. Das ist aber, was war das für ein Fisch? Ein Wels. Ein Wels. Oder wie auch gesagt wird in Bayern und so, Waller. Ein Waller, ja, ja. Du hast dich in den See hier verknallt ein bisschen, gell? Ja, ja. Ja, den Schritt muss man auch wagen, sagen wir, von Sachsen ohne Anhang, ohne Familie, ohne alles, hierher zu ziehen, muss schon was dahinter stecken. Ne? Dann ist es wahre Liebe. Genau. Ja. Dann wünsche ich dir viele, viele Gäste. Ahoi Leute, ich gebe nochmal Gas hier. Ich drehe mal nach Backbord oder Steuerbord, nach rechts halt. Richtig, nach Steuerbord. 2 Stunden Floßfahren für bis zu 10 Leute kostet übrigens 100 Euro. Für uns geht es jetzt in den Westen des Edersees zum Campingplatz Edersee Paradies nach Asel Süd. Wir sind verabredet, Achtung, zum Ponyschwimmen. Ja, ihr habt richtig gehört. Mit der Priscilla hier auf ihrem Campingplatz Edersee Paradies. Hallo? Hallo, guten Tag. Bist du die Priscilla? Ich bin Priscilla. Hallo, Tobi. Grüßt euch. Hallo. Und das ist ein Pony? Das ist ein großes Pony. Aber ein großes Pony. Ja. Ey, Priscilla, du lebst ja hier in einem Paradies. Ja, das sehen wir auch so. Oder? Wir sind nie gelangweilt und es gibt immer was Schönes und schöne Geschichten. Ja, so eine Idylle. Wie landet man hier auf so einem tollen Campingplatz? War der schon da und du hast gesagt, ich übernehme den, oder wie ist das gekommen? Nein, nicht ganz. Also ich ging immer zelten, weil ich komme aus Holland und die Holländer, die zelten gerne. Ja. Und dann kam ein Mann, der hier aufgewachsen ist, so barfuß immer bei meinem Zelt hin und her. Und ich denke, was will er jetzt? Und so haben wir uns kennengelernt. Ja. Und jetzt sind wir schon 15 Jahre verheiratet und ich wohne nicht mehr in einem Zelt, aber in dieses wunderschöne Häuschen. Ach, wie toll. Und direkt am Edersee, also zelten kann man hier, Wasser ist vor der Tür und Pferde habt ihr auch. Ja, das sind unsere Ederseepferdchen. Das Ederseepferdchen. Darf ich den streicheln? Ja, klar. Die ist Oder ganz ist es eine lieb. Dame? Es ist eine Dame. Wie heißt sie? Das ist Miracha. Miracha, grüß dich. Ach, guck mal, die ist ja sehr friedlich, das ist schon mal schön. Und angeblich schwimmen sie. Mhm. Ja, das kann sie. Mit jemand obendrauf? Ja, willst du mal versuchen? Gibt es eine Maximal-, also so ein Höchstgewicht? Dich tragt sie locker. Ja, also wenn das Pferd das mitmacht, würde ich es probieren. Ja, gerne. Ja, okay. Ja. Gut, dann gehen wir mal Pony schwimmen, Leute. Komm, Süße. Komm. Komm. Ja, fein! Komm! Ja, fein! Fein! Ah, toll machst du das! Klasse! Komm! Oh ja! Und das ist ganz schön warm, das Wasser! Ja, super machst du das! Super! Das ist toll für deine Gelenke, das Wassergymnastik, glaub mir. Ja, eben, das ist auch so. Es ist wirklich sehr gesund für sie. Fein. Legst du dich drauf auf den Bauch? Legst du das hin? Ja. Super. Mira, auf. Ja, komm mal, Süße. Komm noch ein Stück. Komm mal. Mira, komm noch ein Stück. Komm mal, Süße. Mira, auf. Ja, Omi, wir schwimmen. Okay. Wir schwimmen. Ist das gut? Mira, fein. Ja, fein. Das. Klasse. Fein, okay. Ihr Lieben, das ist echte Freiheit. Also schwimmen kann jeder, reiten auch, aber zusammen, da geht's los. Priscilla, vielen, vielen Dank. Gerne. Und Mira, vielen Dank, dass du den Quatsch mitmachst. Gut, im Wasser ist das Gewicht nicht so wild. Howdy. Wer auch mal mit Priscillas Ponys schwimmen will, 27,50 Euro kostet das kleine Abenteuer. Viele von euch haben mir Urlaubstipps für den Edersee geschickt und ein Highlight soll auf der anderen Seeseite sein, das neue Western Hotel. Lukas, hier sind wir richtig. Ich habe das Gefühl, das ist genau unser Ding. I smile and strive and stop, honey.
Das ist gut. Guck mal da. Anscheinend gab es schon die ein oder andere Schießerei hier. Wir müssen mal gucken. Wir sind verabredet mit Benny, das ist der Chef hier. Ich habe einen Verdacht. Guter Look, oder? Benny? Moin, Tobi. Howdy. 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 Ist ja mega hier. Das ist ja fantastisch. Ja, vielen Dank. Man möchte es nicht meinen, aber es ist ein Hotel, richtig? Das ist ein Hotel, ja. Eigentlich hat es den Zunamen Motel aufgrund der flachen Bauweise. Okay. Aber die Ausstattung ist eigentlich wie ein Hotel, ja. Und bist du nur Hotelchef oder bist du auch der Sheriff hier? Naja, ich gebe mir Mühe, auch ein bisschen der Sheriff zu sein. Hier, Recht in Ordnung, dank Benny. Wie ist denn das? Das sieht ja nach viel Besuch aus im Moment. Können wir irgendwo reingucken? Ja, ich habe noch ein Zimmer, da sind die gestern noch nicht angereist. Können wir mal gucken. Können wir mal reinluren, okay. Offen gelassen für dich, Tobi. Ich lauf schon breitbeiniger, wenn ich hier langlaufe. Das ist genau gut. So ist es richtig. Guck mal, mit dem Pferdesattel. Ja, das ist ein originale Pferdesattel. Ist das gut, ey. Guck dir das an. Ja, vielen Dank. Das hat ja was. Also, hier, guck mal, mit Schiebetür. Das darf meine Frau nicht sehen, die will so eine haben. Sofort. Richtig. Bist du so großer Western-Fan, Benny, oder wie kam das? Ah, sie hat Familienbetrieb und mein Vater vor allem ist auch großer Ami-Fan und eigentlich ist es so Stückchen für Stückchen so entstanden, ja. Kann man sagen. Genau, die Zimmer gibt es immer in zwei Varianten. Einmal mit einem Doppelbett, wie die jetzt hier, oder mit zwei Doppelbetten, wobei die Ausstattung immer dieselbe ist und die Größe auch dieselbe ist. Immer eine andere Staatenflagge, ein bisschen anderes Holz, ein bisschen Accessoires verschieden. Und das heißt, man kann den romantischen Western Urlaub buchen oder man kann die Family mitnehmen. So ist es. Okay. Was kostet das? So ein Zimmer? Doppelzimmer geht los ab 69 Euro. Ja. Hängt natürlich immer davon ab, ob Wochenende ist, Feiertag oder Saison, Nebensaison. Und das Twin-Zimmer mit zwei Doppelbetten dann ab 79 Euro. Ab 79. Okay. Aber was eine tolle Idee, ey. Ja, vielen Dank. Und man kann, also wie es aussieht, ja, viele Motorradfahrer direkt mit dem Bock vor die Tür fahren. Ja, richtig. Die einen oder anderen haben schon mal ihren Bock da auch angeleint, damit es auch so aussieht. Aber das ist ja auch irgendwie der Witz dabei, ne? Ja. Und komm, wir marschieren nochmal hier die Main Street entlang. Ach. Das ist ja fantastisch. Das hat einen geilen Look, ey. Also ich habe Westernstädte schon gesehen, ich habe coole Hotels gesehen, aber das hat was, ey. Vielen Dank. Aber es ist auch eine große Spielwiese, kann ich noch dazu sagen, weil so richtig fertig wird es ja nie. Ja, na klar. Wir haben jetzt gerade den Wasserturm errichtet. Guck mal, Lukas, Wasserturm. Als nächstes wird es da wahrscheinlich auch eine Dusche drunter geben. Und uns werden da immer wieder Sachen einfallen lassen, wie zum Beispiel Goldwaschen für die Kids. Ah, toll. Etc. Also langweilig wird es einem hier garantiert nicht. Nee. Benni, dann vielen Dank. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei allen weiteren Basteleien. Ja. Und Recht in Ordnung in deiner Stadt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir reiten. Mach's gut. Adios. Der ganze Edersee ist übrigens perfekt für Biker und Radfahrer. Und man kann im Nationalpark Kellerwald-Edersee traumhaft wandern gehen und abschalten. Aber es gibt auch Action für die ganze Familie im Waldecker Stadtteil Niederwerbe. Ja, hallo. Hallo, Tobi. Schön, dass ihr hier seid. Hi. Hi. Hey, das ist mal ein außergewöhnliches Häuschen, was du da hast. Ja, so ein kleiner Kindheitstraum ist das. Ja. 1001 Nacht. Ja. Hast du selber gebastelt oder was? Hab ich selber geplant, ja, genau. Total gut. Viele Buntstifte gebraucht, bis die Farben alle da waren. Ja, wie schön. Gebaut. Bist du quasi klein geblieben oder? Ein bisschen, ja. Ja, ach, großartig. Hier kann man es ausleben, ja. Das Coolste ist aber, man kann Sommerrodeln bei dir. Ja, genau. Ja. Dürfen wir mal? Ja, natürlich, sehr gerne. Bitte schön. Ich werfe dich mal rein. Bitte sehr. Das Prinzip ist, glaube ich, relativ einfach, gell? Genau. Vorne ist Fahren, hinten ist Bremsen. Jawohl, ganz genau. Okay. Ganz viel Spaß wünsche ich dir. Guck mal. Luki, fährst mit? Du, da wollen wir mal Komm, Gas schnapp geben. Dir, schnapp dir einen Schlitten. Oh, Tobi, sind wir mal gespannt hier, du. Das Beste an einer Sommerrodelbahn ist ja, dass man nicht laufen muss.
Oh, wie schön. Guck mal hier. Jetzt kann man schon mal feststellen, wer von uns fetter ist. Ja, immer der, der hinten ist. Jiha! Stell dir vor, wir müssten es laufen. Das wäre nix, du. Ja. Ideales Freizeitvergnügen für faule Schlümpfe wie uns. Und was ein Wetter. Wie im Urlaub hier. Oh, das ist. Jemand braucht fast gar nicht runterfahren, das ist schon beim Hochfahren. Und nicht, gut. Dass du mir da zu langsam bist da vorne, gell? Da hast du eben gesagt, dass ich zu langsam bin. So. Werden wir mal sehen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich nehme keine Rücksicht auf dich. Ich sag's dir gleich. Ich weiß, ich weiß. Ich kann jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Ich versuche dir zu folgen, mein Freund. Jetzt zählt nur noch die Bahn. Ich wollte schon immer mit dir Sommerrodelbahn fahren. Ja, genau. Okay, ab geht's. Okay. Das lebt vom Gewicht natürlich auch. Das ist ja Wahnsinn. Zieh den Kopf ein. Nicht so schnell da vorne. Das ist sehr gut. Du hast ja Windschatten. Hey, das mit den Brücken ist super. Eine Runde Sommerrodelbahn fahren kostet übrigens 4 Euro für Erwachsene und 3 für Kinder. Gleich habe ich dich. Die Strecke ist ganze 850 Meter lang. Der absolute Wahnsinn. Bist du noch da? Ich habe eine ideale Kurvenlage. Ganz schön lang, du. Boah, was ein Speed. Na, jetzt sind wir wieder da. Alles klar. Das ist sehr gut. Sehr schön. Endlevel. Hat Spaß gemacht. Ey, das sind ganz schön viele Kurven. Ja, so soll das sein. Und endlich habe ich mal einen Showvorhang. Meine Damen und Herren, hallo. Willkommen auf der Sommerrodelbahn. Sehr gut. Schön, freut mich. Das ist sehr, sehr gut. Man profitiert vom Gewicht natürlich, ne? Ist klar. Zweiter, aber trotzdem. Ja, zweiter ist schon. Genau, Lukas überholt mich noch. Ah, super. Hier, du hast aber noch ein paar Sachen, ne? Ja, kann ich dir gerne zeigen. Ja, gehen wir mal gucken. Ja, gerne. Super. Ja, Tobi, das ist unser neuer Minigolfplatz hier. Und zwar ein sehr, sehr schöner. Ey, mit Bachlauf. Ja, den lieben die Kinder. Selbst wenn die nicht spielen, gehen sie mit den Füßen rein. Das ist ganz herrlich im Sommer. Sind wir wahrscheinlich öfter im Bach als Minigolf spielen, so ungefähr, oder? Genau. Aber das hat was, hey. Ist das schön. Ja. Oh, was hast du noch außer Minigolf? Richtig Action? Ja, gerne. Ja, dann gehen wir mal Quad fahren, eine Runde. Dann gehen wir jetzt mal eine Runde Quad fahren. Ja, na klar. Ja, hier sind wir. Unsere neu zurechtgemachte Quadstrecke. Gibt's irgendwas, ich frag's lieber so, was ich auf keinen Fall machen sollte, Stefan? Naja, also solange du auf der Strecke bleibst, okay. Da passt das eigentlich. Guck mal, die können's schon. Ich nehme den Helm, ja? Ja, bitte. Unbedingt. So. Okay. Pass auf dich auf. Vielen Dank. So. Ja. Dann, wo ist Gas hier? Da ist das Gas mit dem Daumen. Und sag ich mal, viel Spaß. Ja, dann gehen wir mal an, ne? Das ist sehr gut. Berghoch ist halt mit dem Gewicht wieder mal. Ja, mein lieber Scholli, ey. Ja. Es gibt ein Riesenproblem. Sag's. Man will nicht aufhören damit. So das, soll ist, das, sein. Das ist sehr, sehr gut. Gut, Riesenspaß. Ey, Stefan, vielen Dank. Sehr gerne. Dass wir hier reingucken dürften. Schön, wenn es dir gefallen hat. Hier, ich wünsche dir eine tolle Saison. Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Schöne Zeit noch. Tschüss. Das Quadfahren kostet 14,50 Euro für eine Viertelstunde. Und jetzt kommt sie. Die Königin des Edersees. Die Talsperre. Über 100 Jahre alt. Und in die gehen wir jetzt rein. Wir haben eine Einladung bekommen vom Stefan. Der hat gesagt, er zeigt uns jetzt mal sein Baby. Und der Stefan hat einen
großes Baby. Er ist nämlich emotional, kann man sagen, der Erziehungsberechtigte der Staumauer. Hallo Stefan. Hallo. Grüß dich, ey. Das ist aber ein großes Kindchen, oder? Ja, das hat schon ein paar Meter. Ja. Und das Tolle ist, eigentlich geht's nicht, aber der Stefan nimmt uns jetzt gemeinsam da mit rein. Wollen wir mal? Genau. Wir gehen erstmal die Treppe runter. Ja. Stefan, wenn man da drüber läuft, wie viele Meter sind das? Also oben über die Mauer, wo die Straße hergeht, das sind so circa 400 Meter. Ja. 380. Du kennst es aber schon genau. Ja. Stefan, die Steine hast du aber noch nicht gezählt, oder? Die Steine noch nicht. Das ist ja Wahnsinn. Aber von hier unten kannst du das dir gut vorstellen, wie die Bombardierung damals in den Zweiten Weltkrieg war. Ja. Das Loch war, wenn man oben die 39 Überläufe sieht, alle, die rot sind, die sind erneuert worden. Nach unten ist ziemlich hell und in der Mitte fehlen die Notauslässe. Ach, und da, wo quasi keine Auslässe sind, da war Loch. Genau, das Loch ging fast bis unten hin. So 10 Meter vor der Gründung unten, ja, so tief. Unfassbar. Ja. Sag mal, Stefan, wenn du herfährst zum Arbeiten und du kommst an und siehst das, ist das noch so, dass du jeden Tag denkst, was ein Riesending oder mein Baby oder oh, meine Mauer, was für ein Gefühl ist das? Natürlich ist das schon ein Schätzchen und muss man schon wertschätzen. Ja. Vor allem, wie man es damals gebaut hat. Ja. Wenn man die ganze Technik drin sieht. Ja. Wir gehen mal in Stefans Schätzchen. Okay. Ey, was ein Ding. Da muss ich dir jetzt eine Anstoßkappe geben. Was ist denn eine Anstoßkappe? Dass du deinen Kopf nicht stößt. Weil wir also niedrige Gänge haben. Ah. Schön. Guck mal da. Die stylische Variante von einem Helm. Okay. Geht's? Ja. Das sind mal Türen, ne? Das sind mal Türen. Die Türen, die müssen den Druck standhalten, wenn hier unten irgendwo Wasser einbricht. Und darum sind die so stark ausgeprägt. Stefan, aber es bricht natürlich kein Wasser ein. Nein, jetzt, ne? Noch nicht. Wir sind jetzt in der Mauer. Jawohl. Und hier links von uns ist der See, richtig? Richtig. Wie weit ist der weg von uns? Also an den Grundablässen sind das 4 Meter. Hier sind das vielleicht noch so knapp 6 Meter. Also 4 bis 6 Meter weg von uns ist sehr viel Wasser. Jawohl. Mhm. Aber die Mauer ist hier unten am Fuß aus 36 Meter breit. Das heißt, die hält was? Die hält was. Und wie kriegst denn du raus, ob die Mauer noch hält und intakt ist? Wir haben einmal ein Messwerterfassungssystem. Ja. Da haben wir 200 Messpunkte in der Mauer, die ständig gemessen werden, automatisch gemessen werden. Und dann habe ich halt nochmal redundant, messe ich ziemlich vieles nach. Und das sind so, ich weiß gar nicht, 30.000 Daten jeden Tag. Ja. Hier wächst sogar Moos drin. Ach, guck mal. Egal wo du landest, die Natur findet immer irgendwelche Möglichkeiten. Es grünt. Es ist echt erstaunlich, ne? Der Gang ist immer dunkel, ne? Nur wenn ich hier drinnen bin, ist Licht an. Und so wenig Licht reicht aus, dass das wächst. Stefan, wie heißt denn dein Job? Was bist du denn? Talsperrenwärter. Talsperrenwärter. Hier habe ich noch eine kleine Grotte. Da kann man sich vorstellen, dass die 30 Meter im Fels reingeht noch. Aber wenn man das Bild schön macht, sieht das so aus. Aber es ist einfach nur eine kleine Grotte. Aber das habe ich bei mir zu Hause auch auf dem Bildschirm. Ach, guck mal da. Stefans kleine Tropfsteinhöhle. Das sieht echt irre aus. Stefan, wie oft marschierst du hier durch? Täglich. Jeden Tag? Also so eine Mauer muss man täglich kontrollieren. Okay. So, jetzt sind wir auf der Seite, wo die Uniper Strom erzeugt. Da hinten sieht man ein Rohr von Uniper. Früher hatten die auch 2 hier, 2 da und 2 da hinten, also 6 Maschinen. Jetzt haben sie nur noch 2 Rohre, aber im Durchmesser halt 2,50 Meter jetzt. Das sind aber schon auch große Rohre, ne? Ja. Haben es halt auch eingebaut mit Tauchern, wo Wasser im See stand. Na, da ist schon irre so arbeiten. Vor allem braucht man einen ziemlich großen Schraubenschlüssel, ne? Ja. Es wird heller.
Ja, hier könnten wir auch einen guten Weinkeller reinmachen. Das ist eh relativ kühl, ne? Ja. In der Mauer. Immer 9 Grad hier unten. Ja, ideal. Ja. Sicherheitstüren. Und hier wird Strom gemacht. Hier wird Strom gemacht. Ey, was? Das ist ja so ein Riesending. Stefan, gibt es irgendwas, wovor du Bammel hast oder wo du nervös werden würdest, wenn es passiert? Nee, hier eigentlich nicht. Ich weiß, wie schwer und dick die Mauer ist. Und die 90er Jahre, wo sie das nachgearbeitet haben, ist alles in Ordnung. Also, die Mauer ist beim Stefan in besten Händchen. Vielen Dank nochmal, dass du uns mitgenommen hast, alle. Das ist ja wirklich außergewöhnlich. Kann man normalerweise nicht. Dann geh doch mal da rein. Vielen Dank. Bitteschön. Dann pass gut auf dich und auf dein Schätzchen auf. Ja? Jawohl. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ganz oben auf Stefans Staumauer kann man sogar standesamtlich heiraten. Weiter geht's für uns direkt neben der Mauer. Wir haben so viele Tipps bekommen über Facebook. Wenn ihr am Edersee seid, müsst ihr unbedingt, wenn es warm ist, ein Eis essen gehen. Und zwar beim Steffen im Lecco Mio. Und ich ahne, da wo die Schlange lang ist, da sind wir richtig. Oder? Ja, genau, da ist es. Lukas, da sind wir richtig. Ja, dann stehen wir mal für gutes Eis an. Würde sich aber wirklich lohnen, haben alle gesagt. Kennt ihr das, wenn man ansteht und weiß, gleich wird es sehr, sehr gut? Aber jetzt, guten Tag. Hi. Ihr seid ja Eislegenden. Ja. Wisst ihr das ohne Mist? Wir drehen gerade einen Film für den Edersee ohne Mist und haben so viele Leute gesagt, wenn ihr da hinfahrt, ihr müsst unbedingt hier Eis essen. Hätte ich auch gesagt. Der Oberburner. Sehr gut, sehr gut. Ja, das freut mich, dass sich das rumgesprochen hat. Was empfiehlst du denn? Gepfefferte Erdbeere ist echt lecker. Super, wenn's sein soll. Ist schon mit an Bord. In welcher nimmst du? Gepfefferte Erdbeere, ja, bitte. Dann, wir haben ein Hanfeis. Hanfeis? Aus Hanf. Ja, bitte. Hanfrahmen, ja. Nehme ich auch. Mit gefriergetrockneten Himbeeren. Da oben steht ja nicht Eisdiele, sondern Eismanufaktur. Das heißt, das macht ihr selber schon? Wir machen alles selber, genau. Jeden Tag, jede Sorte, alles eigene Rezepturen. Wie lange stehst du dann, oder wie lange steht ihr in der Eisküche, oder wie das heißt? Bis heute Nacht um 12 wahrscheinlich. Das ist schon krass, oder? Ja. Das sind lange Tage auf jeden Fall, aber die Saison ist kurz. Ja. Ja. Also von daher ist es alles ein bisschen zusammengerafft. Und? Jo, was haben wir noch? Strawberry Cheesecake, Tonkabohne, wenn es noch zum Hanf ein bisschen Whisky sein soll. Ja. Ja, Whisky. Whisky nehmen unser wir. Bourbon, Bourbon, ja. Whisky, Vanille mit Pekannuss. Guck mal, hört ihr, wie der Mann über Eis spricht, über seins? Ja, ja. Das ist schon dein Ding, oder? Das ist mein Ding. Schon echt, das macht Spaß. Ne? Das gibt es aber noch nicht so lange, glaube ich. Gell? Jetzt ist die zweite Saison. Ne? Ein Jahr jetzt wirklich überstanden, zweite Saison. Und man lernt jeden Tag dazu. Ja, also immer neue Eissorten. Tatsächlich gibt es jeden Tag neue Eissorten. Wir machen nie dasselbe. Also langweilig wird dir auch nicht? Mir wird nicht langweilig, den Leuten wird nicht langweilig, ja. Ja, das ist das Schöne. Und ist das eine Traumerfüllung von dir gewesen oder wie kommt man auf die irgendwie Idee? Irgendwie schon, ja. Also war nicht der geradlinige Weg. Ne? Ich habe was anderes gelernt, ich bin zuletzt Physiotherapeut gewesen, Arbeitstherapeut. Ich habe fürs Fernsehen gearbeitet, eine Zeit lang Medien- und Musikwissenschaften studiert. Aber so das heißt, im Moment machst du mal Eis? Ich mache Eis und dabei bleibt es aber auch. Ah, okay. Also, das ist halt so das Ding. Macht wahnsinnig viel Spaß, ja. Man ist selbstständig, man kann kreativ sein und es ist so ein dankbares Produkt. Ja. Die Leute kommen her mit guter Laune, gehen. Du hast hier dankbare Kunden, vor allem das Whisky-Ding ist schon mal der Knaller. Ja, ne? Und das ist das Schöne dabei, so unkompliziert. Oh, was war das? Ja, Hanf, das sieht dir ähnlich. Oh, das ist lecker. Ja. Geht auf Milch heute. Im Ernst? Ja, klar. Ja. Dann vielen, vielen Dank. Super. Dann die Schlange wird lang. Hier, gute Geschäfte. Kauft Hanfeis. Schmeckt mega. Wirklich. Ist das legal? Das ist legal und schmeckt total gut. Wirklich. Das ist total cremig. Cremig, lecker. Toll. Und wo wir schon bei toll sind, ein echtes Highlight soll der Wildtierpark direkt am Edersee sein. Wenn das ein Rotwildgehege ist, sind wir richtig. Julia, Thomas? Ja, richtig. Ach super. Hallo. Ich habe ein bisschen Lampenfieber, das ist meine erste Rotwildfütterung, wenn ich ehrlich bin. Darf ich mit rein? Klar, die machen nichts. Die machen nichts, gut. Ey, das sind ja Riesenviecher.
Guck mal, die ist aber, die hat richtig Hunger, oder? Das ist unsere Henriette. Ach, die haben sogar alle Namen? Nein, nur die Henriette. Das ist eine Handorfzucht. Die ist uns abgegeben worden. Von wem? Das war ein Jäger. Der hat die gefunden, mit der Hand großgezogen. Und wo sie zu groß wurde, ist sie hier im Wildpark gekommen. Darf ich sie streicheln? Klar. Die ist ganz artig. Das ist ja irre. Hallo Henriette. Genau, komm mit. Was ist denn der Unterschied, das habe ich nie kapiert, zwischen, das ist jetzt Dammwild. Das ist Rotwild. Das ist Rotwild. Was ist denn dann Dammwild? Die Dammwild, die sind kleiner. Sind kleiner? Sind kleiner. Also Rotwild sind die Könige des Wildes? Bei uns ja. Ja. Oh Henriette, ey, guck mal, die geht Gassi mit dir. Das ist ja irre. Da ist jetzt unser stärkster Hirsch, den wir hier drin haben. Das ist der Chef? Ja, der ist 8 Jahre alt. Und der brumpftet auch rum, also rührt der auch? Im Herbst. Nur im Herbst? Nur im Herbst, wenn die Brumpfzeit ist. Und dann ist aber hormonell Alarm hier? Dann ist Alarm, ja. Ja, okay. Das hat was Majestätisches, oder? Thomas, wenn man, also jetzt ist der ja der Chef von diesem Rudel, wird der sich mit uns anlegen, wenn wir irgendwas falsch machen, was wir nicht wissen? Der nicht, aber wir haben einen drinne. Der steht vor uns, hängt die Zunge raus und er knirscht mit den Zähnen. Und das macht er, wenn das Futter nicht schnell genug in den Druck geht. Ne? Und da muss man schon ein bisschen mehr aufpassen. Aber bei ihm nicht, er ist ganz friedlich. Ja. Was ein schöner Kerl. Ihr zwei, das ist ja wirklich, das ist echt fantastisch. Aber ihr habt noch ein anderes Highlight hier, gell? Haben wir noch für euch. Ja, super. Was gucken wir jetzt? Die Überraschung, die wir gesagt haben. Eine Überraschung? Ja, hier im Gehege. Ich sehe viel Grün. Und schon 2 große Wölfe. Ja! Wölfe! Also hier sind wir am Gehege von unseren europäischen Wölfen. Und hier haben wir 6 kleine. 6 Wolfsbabys? 6 Wolfsbabys. Da sind sie. Oh Gott, ist das süß. Woher wissten ihr, dass das 5 Jungs und ein Mädchen ist aus der Distanz? Wir waren schon mal drinnen. Ehrlich? Ja, wir haben die Alten abgeschiebert. Und dann Julia musste dann, genau, Julia musste in den Bau und hat sie dann im Dunkeln ertastet und mit rausgebracht. Das ist ja spannend. Da haben wir dann erstmal geguckt, ob sie alle gesund sind und natürlich auch gleich nach dem Geschlecht. Ne? Ja. Haben die schon Namen? Oder einer hat bis jetzt einen Namen. Das ist hier das Schlappohr. Da ist er. Der da, ne? Der heißt Balu. Okay. Weil man den gut erkennt. Weil man gut erkennt, ja. Das ist doch als Tierpfleger auch ein großer Moment, oder? Wenn so ein Wolf zum Schnuppern kommt. Ja, ist toll. Das ist da, ja. Thomas, heulen die auch? Morgens früh. Wenn wir zur Arbeit kommen, die hören das Auto. Ach, zur Begrüßung. Zur Begrüßung sind sie am Heulen. Das hat was. Die heulen sogar, wenn drüben im Waldeck Kirchenglocken läuten. Ja. Hm? Thomas, deine Kollegin Jana hat gesagt, wenn ich hier bin, soll ich unbedingt bei ihr vorbeikommen. Könnt ihr mich dahin bringen? Klar, kein Problem. Die haben wir heute auch schon gesehen. Ach, sehr gut. Hier, macht's gut, Rasselbande. So, dann kriegen sie aber den Rest noch. Ach, guck mal, da ist er, oder? Hier, dank euch. Guten Tag. Hi, Tobi. Hi. Schön, dass du gekommen bist. Ja. Kommst zum perfekten Timing. Nämlich? Wir haben Flugprogramm. Du machst mit. Wir haben Flugprogramm. Genau. Gut, ich kann nicht fliegen. Nein, das übernehmen auch die Greifvögel. Okay. Genau, linke Hand, das ist super. Gibt nur einen? Es gibt nur einen. Brauchst du auch nur die rechte Hand, machst du weg. Alles klar. Und jetzt geht's direkt auf die Flugwiese. Komm mal mit. Es geht auf die Flugwiese. Guten Tag. Genau, einfach drüber klettern. Ich mache beim Flugprogramm mit, habe ich gerade erfahren. Hast du Kollege? Hallo. Der Theo. Guten Tag, hallo Theo. Der gibt dir auch gleich das Futter an. Und dann kannst du dich auch schon passend hinstellen. Wo, das heißt, zu meinem Kollegen ran. Was passiert? Kommst schön da ran, zu meinem Kollegen. Okay. Jetzt drehst du dich mal rum. So? Genau. Und deine linke Hand, die machst du mal so hoch, guck mal. So? Genau. Und so bleibst du stehen. Müsste ich wissen, was passiert? Das wirst du gleich sehen. Darfst dich sogar noch ein bisschen weiter rumdrehen. So? Einfach so stehen bleiben. So, und guck mal. Ach du Scheiße. Oh Gott. So, jetzt kannst du dich einfach rumdrehen. Gott, mein Herz. Guck mal, geradezu steht der Kollege. Einfach Hand oben lassen. Schön ausstrecken, so? Schön hoch. Wer ist das? Das ist Juanita, ein Wüstenbussard. Hallo, Juanita. Genau, Hand schön hoch.
und einfach abwarten. Sie fliegt ganz von alleine zurück. Tschüss, Juanita. So, magst du nochmal? Ja, Logo. Ja, das super, haben die Möglichkeit, gar kein Problem. Wie oft macht die Juanita das mit? Letztendlich so oft, wie sie möchte. Das ist halt das Interessante. Dreh dich schon wieder rum, mach die Hand wieder hoch. Ach, genau. Guck mal, die hat Hunger. Super. Tatsächlich nicht. Das, was wir nutzen, ist der Appetit. Das Wenn ein Greifvogel Hunger hat, dann würden sie jagen gehen. Das können die instinktiv. Weil tatsächlich arbeitest du hier mit einem wilden Tier. Sie kann man nicht zähmen, im Fachwort nicht domestizieren. Bei ihr klappt es halt eben nur so gut, weil Flieg, der Wüstenmuss hat. Schön. Der einzige Greifvogel ist, der im Familienverband lebt. Juanita, komm zu mir. Es würde auch klappen, wenn du es nicht rufst. Aber es ist für mich total lässig. Lass mir den glauben. Dann kannst du dich wieder rumdrehen. Na, du siehst ja auch, sie entscheidet komplett selber, wann sie halt eben abfliegen möchte, wann sie losfliegen möchte. Da haben wir das nicht zu bestimmen. Wir können auch nicht gucken, wann sie fliegen wollen. Das ist ein Traumjob, oder? Ja, ist es. Man muss es aber auch leben. Es ist letztendlich 6 Tage die Woche. Ja. Und na klar, ne, wenn Feiertag ist, ist man halt hier. Alle anderen sind natürlich dann auch am Feiertag hier. Man ist es aber auch gerne. Jana, ich sag jetzt schon mal vielen, vielen Dank. Das vergesse ich nicht. Ja, lieben gerne. Hat uns gefreut, dass du uns hier besucht hast. Tschüss Jana, tschüss Juanita. Der Eintritt in den Wildtierpark Edersee kostet 6 Euro für Erwachsene, 3,50 für Kinder und die ganz Kleinen kommen umsonst rein. Für uns geht's jetzt weiter in die Bringhäuser Bucht. Man kann auf dem Edersee mit dem Ausflugsdampfer rumschippern, man kann segeln, man kann rudern und angeblich kann man hier total gut eins, nämlich Windsurfen. Das Problem ist, ich kann es nicht. Aber hier gibt es jemanden, der angeblich sogar Menschen wie mir es beibringen kann. Das ist der Lars. Guten Tag. Hallo Tobi. Wie begrüßt man sich unter Surfern? Mit einem schönen Hanglos. Dann mach ich mal so. Ich habe gehört, du kannst fast jedem Surfen beibringen. Ja. Ich bin ein schwieriger Fall, ich sag's gleich. Schwierige Fälle nehme ich am liebsten. Okay, also ich kann gar nichts, habe noch nie auf dem Surfbrett gestanden, noch nie so ein Segel in der Hand gehabt. Kein Problem. Besteht Hoffnung, legen wir gleich los. Okay. Da oben hängt dein Anzug, dann ziehst du dich einmal um und danach starten wir gleich. Wir haben heute einen Traumtag mit Sonnenschein, Wind und so, dass wir uns das schön gemütlich machen können auf dem Wasser. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie dabei gemütlich das wird. Gemütlich dann, und Action. Lars, bis gleich. Bis gleich. Ein Abenteuer wartet, Kinder. So. Gut siehst du aus, Tobi. Hallo ich Lars, hallo was Brett. Vorbereitet für dich. Das ist schön. Dann schnapp dir mal das Brett, drehst das Brett so rum, dass die Brettspitze, da wo das Männchen ist, nach draußen zeigt. Draußen super. Draußen ist der See, richtig? Draußen ist der See. Großartig. Okay. So, dann klappst du mal bitte das Schwert aus, das ist das schwarze Ding, nach hinten. Prima. Und jetzt geht's schon los. Jetzt steigst du mal auf, gehst erstmal in die Knie, kniest dich aufs Brett. Jetzt nimmst du die Aufholleine in die Hand, das ist das schwarz-rote Ding, und setzt den linken Fuß vor den Mast und den rechten Fuß zwischen Mast und Schwert. Bleibst schön auf der Brettmittellinie, super. Jetzt ziehst du das Segel ganz langsam, greif die Aufholleine ruhig weiter unten. So, ziehst ganz langsam Hand über Hand aus dem Wasser raus. So wie du es draußen hast, nimmst du die linke Hand unterhalb vom Gabelbaum an den Mast. Super, Tobi. Lass den Arm ausgestreckt und schwenk dein Segel genau in 90-Grad-Winkel zum Brett. Perfekt. Jetzt setzt du die Füße zwischen den Mast und das Schwert. Jetzt zieh dein Segel ein Stück hoch, bis dein Gabelbaum waagrecht ist. Legst die hintere Hand auf und ziehst ein Stück ran, als wolltest du die Tür leise schließen. Super. Und am Mast vorbei nach vorne schauen. Dann kipp dein Segel mal ein kleines Stück hinten runter. Ich bin gleich bei dir. Und tatsächlich, ich surfe. Hätte ich nie gedacht, dass ich das hinkriege. Und jetzt kommt meine Wende. Unter der Anleitung von Lars. Das ist ganz schön tricky, denn das ganze Surfbrett wackelt. 90 Grad wieder auf der anderen Seite. Und Arm ausstrecken. Mist. Super gut. Hört auch dazu. Welcome to the Edersee! Es ist zwischen unglaublich heldenhaft und du kommst dir vor wie ein Dreijähriger, der versucht das erste Mal, was weiß ich, was zu machen, was nicht klappt. Alles dabei.
Aber es klappt wunderbar. Neuer Start, neues Glück. So, ganz langsam das Knie wieder an. Du halt rausziehen, dann dreht der Wind dir dein Brett. Deine Füße zurück. Du bist der Galbaum ganz waagrecht ist. Absteigen, wenn der Galbaum ganz waagrecht ist. Der Gabelbaum war fast ganz waagrecht. Also, nochmal. Rechte Handplatte. Was? Guckt euch das an! Was ist das denn? Das ist ein Hydrofoil. Das ist super gut für etwas weniger Wind. Das will ich auch können. Könntest du können in ungefähr 500 Surfstunden. Lass, ich nehme eine 10er-Karte. Ja, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Warum kann ich das nicht? Ich muss wohl noch ein bisschen mehr üben. Die Surfkurse bei Lars starten preislich bei 50 Euro. Dafür gibt's dann einen 3-stündigen Schnupper-Urlaubskurs. Wir machen uns auf nach Edertal. So, hier muss es sein. Wir haben einen Tipp bekommen. Wenn ihr außergewöhnlich und günstig übernachten wollt mit der Family, dann könnte das euer Ding sein. Schlafen in Fässern. Und dazu brauchen wir den Chef, den Mike. Mike? Ach, da ist er. Guten Tag. Hallo, Tobi. Hier, schöner Platz. Ja, der war so geplant. Du hast immer schon geträumt, ich will Fässer um mich haben oder was? Genau, ich habe mir gedacht, wir machen einfach mal ein paar Tonnen an den See hier, damit auch mal die Gäste die Chance haben, mal eine Nacht zu bleiben, zu verweilen. Ne? Du, wie kommt man auf die Idee, ein Fasshotel aufzumachen? Oh, das ist ein ganz langer Traum, ist das. Ich habe das von Norwegen gedanklich mitgebracht. Das sind ja an der Straße Hütters, ja. Und da hier die Nachfrage gestiegen ist, haben wir gesagt, wir machen mal Tonnen hier am See. Das ist fast das gleiche wie Hütters in Norwegen. Ne? Kann man die fertig kaufen oder wie machst du das? Ja, die kann man fertig kaufen. Aber ich habe mich von meinem Schreiner überzeugen lassen, dass wir das in Eigenregie bauen. Und, also selbst gebaut? Haben wir in Eigenleistung gebaut. Guck mal, das ist ja ganz süß. Lukas, guck mal. Für Hunde gibt es eigene Fässer. Hätte ich meinen mitbringen können, absolut. Die Nachfrage war halt da, dass auch Hunde mitgebracht werden dürfen. Aber das geht nur im Hundefass und nicht in den Schlaffässern, wo die Menschen liegen. Ne? Ich glaube, meiner wird auch lieber darin pennen. Ah, ist das schön. Du, das sieht aber nach richtigem Fass ja, aus. Ja, das ist, sollte eigentlich ein Dekostück werden. Ja. Das ist ein Originalweinfass, da waren 7000 Liter Wein drin. Rot oder weiß, weißt du es noch? Ich glaube, es war Weißwein drin. Ach, und da habe ich mir gedacht, schneid mal ein Loch rein und dann haben wir das zu einem. Darf ich mal rein? Aber gerne. Ach, guck mal da. Ah. Es riecht nicht nach Wein, das riecht nach ganz toll nach Holz. Das fasst sich einfach gut an. Wenn Holz einmal von Wein geküsst wurde, dann ist es perfekt. Mike, was kostet eine Übernachtung hier in dem Singlefass? Ja, eine Übernachtung in dem Singlefass kostet 40 Euro inklusive Frühstück. Mit Frühstück? Mit Frühstück, das ist cool. Morgens früh, ja. Wobei wir auch noch Fässer haben, da können zwei Erwachsene, zwei Kinder ganz bequem übernachten drin. Können wir mal rein? Aber selbstverständlich. Ins Familienfass. Das ist unser Waldecker. Ach, guck mal da. Ich weiß, wo die Kinder schlafen wollen bestimmt. Ach. Da wird gekuschelt. Das hat was von Abenteuer, oder? Das ist Abenteuer pur. Was kostet das? Das kostet pro Person 35 Euro. Ja. Und Kinder bis 14 Jahre die Hälfte. 14,50 Euro. Toll. Also das ist außergewöhnlich. Leute, so habt ihr noch nicht übernachtet. Mike, vielen Dank für die Fasttour. Da nicht für. Merci. Schön, dass ihr da wart. Ah, da müsst ihr mal Weißwein dran. Wir haben uns gefragt, muss man sich eigentlich ins Auto setzen und ewig weit fahren, um endlich Urlaubsgefühl zu kriegen? Oder haben wir nicht eigentlich alles vor der Haustür? Haben wir. Der Edersee. So viel Wasser, so viel Grün und so viele Möglichkeiten. Langweilig wird's euch hier garantiert nicht. Ob mit der Familie, alleine oder als Pärchen, für 2 Tage oder ein bisschen länger, hier habt ihr alles, was ihr braucht. Freizeit, Entspannung und Urlaubsgefühl und ganz, ganz tolle Gastgeber. Also das hier wäre eine Idee für euren nächsten Urlaubstrip.